Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check und schön, dass Thomas Bergmann da ist. Hallo. Hallo. Gestern konnten wir uns nicht über 12.000 Punkten halten. Wir hatten es ja so erwartet, dass es einen kleinen Rücksetzer geben muss. Jetzt gibt es noch einen Rücksetzer nach dem Rücksetzer. Also heute geht es ein kleines bisschen nach unten, aber das hält sich sehr in Grenzen. Das muss man auch dazu sagen. Wir sehen es, oh, jetzt ist es nur noch 0,13% mittlerweile. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass trotz der immer noch Unsicherheiten am Markt und der nicht positiven Vorgaben, also der eher negativen Vorgaben, der DAX sich so gut hält. Ja, aber der Dow hat ja dann am Schluss hin nochmal aufgeholt. Apple plus 3 Dollar, über 200 Dollar als Schwergewicht, hat den Markt noch ein bisschen angehoben. Spannend wird's, Thema Brexit. Freitag ist ja normalerweise offizielles Datum. Also ich glaube, damit rechnet mittlerweile keiner mehr. Das Unterhaus hat sich, glaube ich, jetzt ein Vetorecht noch genehmigen lassen. Also ich denke mal, da gibt's irgendwie eine Lösung. Also wenn es wirklich dann keine gibt, dann kann es ungemütlich werden. Aber ich rechne eher mit einer Lösung. Handelsstreit, ja, ich sag mal, vielleicht noch 8 bis 12 Monate, dann dürfte das auch vom Tisch sein. Nee, Mann. Also muss man abwarten, aber es schaut so schlecht jetzt nicht aus, was diese Krisenherde, die eben für den Verfall da gesorgt haben, dass die mal jetzt so langsam vom Tisch kommen und die Wachstumssorgen scheinen auch relativ unbegründet. China gute Daten gebracht, Amerika eigentlich robustes Zahlenmaterial, keine Zinserhöhungen vor Augen. Also das Umfeld ist eigentlich für Aktien doch nicht so schlecht. Gestern hast du ja von einem Wunschszenario gesprochen, dass wir so ein bisschen noch so Richtung 200-Tage-Linie fallen und dann wirklich oben ausbrechen. Also, könnte jetzt wirklich so kommen vielleicht. Genau, also wir haben hier ja das Hoch bei 11.823. Hier im Bereich 11,27 dann ein Gap offen. Das schließen, kurz auf der 200-Tage-Linie abdippen, die 200-Tage-Linie dreht nach oben und dann gehen wir ab. Das Problem ist, bis die 200-Tage-Linie dreht, dürfte es noch 1-2 Monate dauern. Also kann sein, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Aber das ist, wie gesagt, das Wunschszenario. Habt ihr denn schon ein neues Produkt für den Anleger ausgesucht? Nein, haben wir nicht. Ja, wie gesagt, wir rechnen eher kurzfristig mal mit einer kleinen Konsolidierung, die sich aber jetzt auch nicht, wenn es eben so kommen würde, wie wir uns das ausmalen, für ein Short-Produkt eigentlich das Chance-Risiko-Verhältnis auch nicht so gut ist. Vor allem, wenn man bedenkt, lass jetzt urplötzlich Trump twittern, wir sind durch, wir haben, ja, dann bläst die Shorts durch, also ins Nirvana. Und von daher warten wir einfach mal ab. Es gibt genügend Chancen im Jahr. Von daher müssen wir nichts überstürzen. Gut, da sehen wir nochmal den DAX. 0,2% das Minus. Morgen blicken wir wieder drauf. Danke für heute. Ja, hoffentlich sind Sie mit dabei. 39 DAX-Check. Bis dahin.